Zelda und dem Mond. Was haben die zusammen? Ein M. Ach so. Nee, Mond. Zu laut. Ist zu laut. Es ist in der Tat zu laut. Geht hier der Mond auf und die Schieße in der Ukraine. Ist das dann zu fassen? Mensch, die haben so überall in der Welt geschossen. Ja. Die Schieße überall in der Welt. Das ist es halt in der Ukraine. Das ist schon, der Kosovo damals war auch nicht erlöscht. Das stimmt. Das war genau. Oder Bruderkriege, diese Mal. Boah, Schwesternkriege. Brüder und Schwesternkriege machen die. Sag mal, da fragt man sich, können denn diese genialen Obermotz, die da in allen Gremien rumhängen, sowas nicht verhindern? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Tja, wenn man das wüsste, ne? Wie viele gibt es da? Wie viele Gremien? Und dann gibt es den Jugoslawienkrieg. Und jetzt gibt es den Ukraine-Krieg. Und man muss es fast schon zynischerweise sagen, hoffentlich bleibt es dabei. Hoffentlich bleibt es dabei. Was ist da jetzt wieder Erwerbung? Ach nee. Ich kann nicht mehr. Also diese Welt ist wirklich eine total oberbescheuerte Welt. Jesus, nee. Bitte in der Moldau kommt die Werbung. Was ist denn das? Kaufen Sie eine Top. Tipptopp. Guck mal, der schwebt da in der Luft. Sieht man das überhaupt? Also hier sieht man das gar nicht, wie der da oben schwebt. Wir müssten nur ein bisschen verlängern. Ja, ist auch gut. Man sieht ihn ja auch so, ne? Man sieht ihn schon, ne? So. Oder darfst du den doch nicht starr stellen? Sag mal, was ist denn das? Hörst du auf? Oh, das ist ja Schwachsinn. Ja, da musst du das Ding, musst das abschalten. Kannst du das? Das ist eine Aufgabe, das mache ich erstmal aus. Ich weiß nicht, wie man es macht. Das ist wirklich komisch. Ist er jetzt so, wie man haben sollte? Wir können ja mal drehen. So.
Oder? Was ist denn in die Richtung? Das ist ja Quatsch, oder? Naja, das ist vollkommener Quatsch. So ist er ja nicht, ne? Wie ist er denn, wenn du hier guckst? Ja, so dirisch, so ist er. Dann lassen wir den jetzt so. Ich glaube, das ist gut. Oh, ist das gut hier. Ein gutes Bier zur rechten Zeit nimmt Kummer und Verdrießlichkeit. Das ist eine gute Vision, die ich da habe. Finde ich. Oh, guck mal da, was war das? Eine Fledermaus. Da ist er. Hast du gesehen? Die hat er runtergedreht, das ist ein Ding. Eine Fledermaus runter. Eine runde Fledermaus. Eine Mops-Fledermaus war das. Aber was denn das? Das war jetzt nicht, wenn es eine runde Fledermaus ist. Kommt er nochmal? Nein, nur einmal. Einmal begrüßt und fort. So machen sie es halt. Gucken wir auf die Burg, ob du die auch kriegst. Die Burg. Sieht man die? Warum sehe ich denn die nicht? Komisch. Ach, die ist da hinter der Spitze. Sie lugt hervor. Ne? Okay. Jetzt gehen wir wieder auf den Mond. Gott sei Dank ist beides zusammen. Man kann nicht immer alles haben, oder? Wieso denn nicht? Da muss ich mich da vorne hinstellen. Man kann nicht immer alles haben. Gell? Wieso eigentlich nicht? Das war es schon nicht. So. Aber hier habe ich eine gute Mischung, das stimmt. Du müsstest den Ton ausschalten von dem Ding. Wie geht denn das? Ich weiß schon nicht. Da wird mir dein sinnvolles Gerede ja gar nicht mehr hören. Das wäre schade. Was war denn das? Da ist er wieder. Ist mal hier passieren Sachen hier vor deiner Haustür und du kriegst gar nicht mit. Ne? Man guckt halt nicht nach aus, das ist es. Zu viel, zu wenig. Aber der Mond ist schon was absolut Geniales. Wenn er vorüberzieht, im Vollmond, finde ich. Und der andere auch. Ja, wie lange willst du den jetzt aufnehmen? Keine Ahnung. Ich habe eben gedacht, ich mal nehme den Vollmond auf, gucke in meinen Laptop und da macht einer das Gleiche live. Was macht der? Der macht auch Vollmond und kriegt dann noch Zuschauer. Post, die gucken dem seinen Mond an, anstatt rauszugucken. Finde ich jetzt wieder fantastisch. Ja, wenn man irgendwo ist, wo man keinen sieht, in so einem Sumpfloch oder was weiß ich. Das gibt es ja in Berlin, ne? Ist nicht selbstverständlich, dass man den Mond sieht. Ich habe ihn immer gesehen, nebenbei bemerkt. Also das war schon genial. Wohl Mitte in der Häuser habe ich ihn gesehen. Und auch die Sonne, ne? Hast du immer den Mond gesehen? Bist du sicher? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, ja. Und so lange her. Man vergisst alles. Das stimmt. Man vergisst alles. Vielleicht kriegt man ja einen Flieger mit, einen Transportflieger. Ich
habe da davon jetzt irgendwelchen Menschen im Café erzählt, wie ich in Frankfurt war. Und die haben mich angeguckt, als würde ich Bauklötzchen. Also, die haben Bauklötzchen gestaunt. Und das ist ja so, die Menschen gucken mich so an, als wäre ich von einem anderen Planet und würde nur Quatsch reden. Und das verunsichert mich schon etwas. Das muss ich sagen. Also ich habe... Es verunsichert einen, also praktisch in den Supermarkt geht, 90% haben eine Maske auf und man braucht sie nicht mehr aufzusetzen, dann verunsichert mich das schon etwas. Jetzt habe ich mich gerade unterhalten, da habe ich gesagt, nee, sie, ja, heute waren sie unterwegs, da haben sie 50% der Leute haben nur noch Maske auf. Und da habe ich gesagt, das ist doch schlimm eigentlich. Das heißt, die 50%, die die Maske aufhaben, meinen, dass sie sich schützen könnten. Und die haben Angst. Und man muss sich das mal überlegen, also aus der Perspektive, also meiner Perspektive, ist das alles vollkommener Schwachsinn. Und es passiert aber, ich muss mir doch fragen, in welcher Welt bin ich? Nö, der andere sagt halt, das muss man tolerieren. Habe ich gesagt, ich toleriere, die dürfen ja ihre Maske aufsetzen. Hauptsache, sie verlangen es nicht von mir. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Aber trotzdem haben sie die Maske auf. Das heißt, es sind Andersdenkende. So muss man es einfach mal sagen. Es sind Andersgläubige. Andersgläubige, das ist jetzt ein richtiger Ausdruck. Andersgläubige. So wie früher, wenn wir hierher gezogen sind, haben wir noch Unterschiede zwischen Katholiken und evangelisch. Protestantisch hieß das. Und die meisten hier waren Protestanten. Und wir waren die auserwählten Katholiken oder Aussätzigen, je nachdem, wie man sehen will. Da muss man einen heroischen Kampf leisten, damit man dann bei seiner Meinung bleibt. Sag mal, das ist doch verschwommen, das ist doch nicht klar. Also irgendwie ist es dann auch der Autofokus überlassen können. Entweder du kriegst das jetzt klar oder du lässt es. Ich bin nur verwundert, den kann man gar nicht klarstellen mit dem Autofokus und mit dem handmanuellen Fokus. Oder? Der ist doch nimmer klar jetzt. Oder? Ja, der schaltet halt auf Autofokus, da wird es doch ein bisschen. Also ich mache mal Folgendes, ich zoome noch mal in den Mond rein. Das war so schön, wo ich das schon mal gemacht habe. Da hatte ich einen Fokus von 1000 oder so. Ich konnte gar nicht mehr. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich das mal hatte. Es war aber so, ich hatte einen 1000er oder so. Und da bin ich auf diesen Mond gefahren. Achso, du musst ihn jetzt wieder... Muss man da jetzt was manuell feststellen? Das ist nicht da. Da war er. Guck, die Insel der Glückseligen oder sowas. Wow. Kannst du noch weiter reinfahren? Ne, ist schon weit genug. Der bleibt nicht stehen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich könnte verrückt werden mit dem Ding. Du musst ihn erst lösen, würde ich sagen. Löst doch erst mal. Und jetzt fangen wir wieder ein. Ups. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt packen wir ihn. Ja. Könnte man morgen mal, ist blöd. Ne? Es ist aber nicht. Es liegt an dem Ding da. Jetzt habe ich ihn. Wow. Und jetzt stell ihn scharf. Mach ihn scharf. La Luna. Mach sie scharf. Ja, wenn ich das könnte, wenn ich wüsste, wie das geht. Wenn man das immer wüsste, da wären wir auch schon ein Stück weiter. Hey. Ja, da wären wir ja weiter in der Welt vorangekommen.
Das stimmt. Gänse, ich gehe wieder zurück. Das hat keinen Sinn, ich kriege La Luna nicht scharf. Tja, dann müssen wir es los. Ne? Ich kann nicht alles haben. Ach komm jetzt. Der Mond. Sprich doch mal mit ihm. Jetzt komm schon, sei nicht so. Also irgendwie ist es dann auch langweilig. Wenn man mal oben war, ist es langweilig. Da finde ich den anderen wieder besser, ne? Wenn du weiter weg bist. Dann machen wir mal weiter weg. Jetzt warst du oben. Ja, also diesen Bildausschnitt finde ich schon besser. Den finde ich gut so. Ich glaube, so ist er gut. Also wenn man jetzt das Rauschen nicht so hört, dann ist es gut. Und wenn man es hört, und dann war es halt scheiße. Ist ja egal. Hauptsache es falle keine Bombe. Ich habe einfach... Irgendwie ist das alles so... wie soll ich denn sagen? So unreal. Irgendwie merke ich jetzt, dass ich irgendwie in der Welt bin, die anders da ist, als ich sie bisher immer vermutet habe, glaube ich. Ich meine, es gibt ein paar Mal in meinem Leben, da ist mir das schon passiert, da kamen Momente, da hat man gemerkt, jetzt ist man an das sozusagen, jetzt kratzt man an der Unendlichkeit, so irgendwie. Und wenn man jetzt noch mal rauskommt und die Kurve kriegt, dann hat man was gekonnt. Da kann man aber nichts dafür, ne? So ungefähr nicht immer da. Das sind so, manche Menschen sind wahrscheinlich danach süchtig, die müssen das dann immer wieder produzieren, dass sie ja wieder an so einen, das ist eigentlich schon wahr, also so weit ist unsere Wissenschaft hier vorangeschritten, sozusagen, das nennt man Wahrscheinlichkeitsrichtung, je öfter man das versucht, umso wahrscheinlicher wird es, dass man mal reinfällt. Ne? Und diejenigen, die das, da gibt es ja noch ganz wenige, die packen es natürlich und fallen nicht nur, aber die meisten. Die meisten packt es. Das ist so. Also die packen es nicht manchmal. Von denen spricht ja dann keiner mehr. Also was weiß ich, wie die beim ersten und beim zweiten Mal schon runtergefallen sind. Die erwähnt ja keiner, die werden ja nur als Versager dargestellt. Und da muss man schon ein Champion sein und dann nur fallen. Dann meint man, oh, was passiert. Ne? Aber eigentlich haben sie nur gekratzt an der Scheibe der Unendlichkeit. Und, ich meine halt nur, nicht die Zeit ist es, die drängt, sondern die Unendlichkeit, sagt der Lars in seinem Film. Wie heißt der Film? Das kann ich mir immer wieder Kaftop. Das muss anscheinend eine Insel sein. Kaftop. Den hat er mir gezeigt. Okay, also das wollte ich ja nicht davon erzählen, sondern von der Irrealität, die man jetzt langsam begreift. Also diese Abfolge 9-11, was ist da alles so kommt. Die Klimakrise habe ich noch intellektuell bewältigen wollen, da habe ich gesagt, oh, ich weiß Bescheid und so. Die anderen sagen zwar immer was anderes, aber ist egal. Da habe ich gekämpft. Dann kam Corona und da habe ich gesagt, ei. Und dieses Staunen hat bis heute nicht aufgehört. Also das muss ich sagen, das hat nicht aufgehört. Ich glaube bis heute nicht, was da passiert ist. Das geht mir durch Mark und Bein und ich eigentlich gerade vorhin auf meiner Wanderung habe ich wieder gesagt, auswandern, aber wohin, ne? Wird nicht besser, das sind die Aser, oder? Wenn man die abstimmen ließe, wäre es auch 50-50 am Ende oder 70. Ach du lieber Gott, wenn man das jetzt mal so sieht, wie sich die Menschen aufspalten. Da fragt man sich, ey, das sind also welche, mit denen kannst du eigentlich, du kannst mit denen zwar reden, aber du weißt auf jeden Fall, sie verstehen dich nicht. Also das ist eine interessante Erkenntnis. Ganz sicher mit dem Baum und allem. Ich bin sicher, da
versteht gar nichts. Obwohl, das weiß man jetzt vielleicht, versteht er mehr wie das, was da abläuft. Von mir meine ich. Aber dass das jetzt in die tiefste Tiefen vorgedrungen ist, also dass da Menschen dran geglaubt haben, die wir zum Inner Circle, das ist ja der Hammer, das wäre ja so wie wenn, fast so wie wenn Körperteile von mir sagen, ich werde abtrünnig, ich mache nicht mehr mit oder so. Ist ja so, da auch noch die eine, also verschiedene haben jetzt schon, als ich angemeldet habe, wir machen nicht mehr mit. Ich muss sie jetzt jeden Tag motivieren, ne? Das ist wirklich schon nicht einfach. Ah ja, man gibt nie auf, ne? Bis es dann soweit ist. Dass man sagt, die meisten Körperteile haben beschlossen, sie machen nicht mehr mit. Dann ist es halt passiert, ne? Aber die Mehrheit macht noch mit. Das Hirn, was ist mit dem? Das hat, also jetzt habe ich Lücken ohne Ende. Lücken ohne Ende. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, bei denen war es noch nie anders, die fallen überhaupt nicht auf. Deswegen, man muss dann erstmal mit dem Mut sinken lassen, wenn man nicht weiß, wo das Bleistift liegt. Ne? Weil man es gerade vor 5 Minuten wo hingelegt hat. Man müsste es eigentlich wissen. Ne? Und dann sucht man eine Stunde, dann liegt es vor einem. Also das ist natürlich, also manchmal frage ich mich, wie sowas überhaupt alles passieren kann. Das muss irgendwas mit diesen Leibesinseln zu tun haben. Die verdrängt man dann, die nimmt man nicht mehr wahr. Und da können die, da kann sein, was will. Man sieht das Ding nicht. Ne? Was habe ich da schon Kopfstände gemacht jetzt? Naja. Aber der Mond ist gut, ne? Mond ist gut. Oh, Mond ist gut. Ich mache nachher nochmal eine Autoaufnahme, Autofokus. Vielleicht ist das doch besser wie der Manuel. Dann mach doch gleich. Da passiert wenigstens. Nee, ich sehe es gar nicht. Oh, ich habe das gut eigentlich. Ich wollte noch einen Flieger haben von Frankfurt. Ich behaupte, es geht ein Transporter, Militärtransporter. Und das behaupte ich schon seit einiger Zeit. Und wenn das stimmt, was ich da fliegen habe nachts, was ich normalerweise so nicht höre, es könnte ja sein, dass ich dann fester schlafen höre, es gar nicht, kann aber. Aber wenn das stimmt, dann müssen ja irgendwo hingeflogen sein, oder? Da habe ich mir nur Gedanken gemacht, wo landet die wieder? Und ich weiß nicht, Albanien ist, glaube ich, ein Dreh- und Angelpunkt, wo alles hinfliegt. Und da hat der Irlmeier, der hat zwar die arabische Wüste gesehen, wo die Städte, aber die könnten auch in Albanien starten und über die Alpen kommen. Das habe ich mir mal überlegt. Die könnten natürlich auch in Saudi-Arabien in der Wüste liegen. Was will man denn in der Wüste reden? Es gibt so ein paar Beduinen, denen sagt man, jetzt macht man einen Bogen da außen rum und kommt nicht her. Und wenn, dann bringt er, was weiß ich, der Dattel dann Ding, pumpern. Und da wird gelandet und gestattet, was weiß man, was in dieser Wüste passiert. Hey, was ist das überhaupt? Warst du schon mal? Saudi-Arabien in der Wüste? Ehrlich gesagt, du warst noch nicht. Ne? Also ich war in Saudi-Arabien, aber in der Wüste nicht. Immer nur bis zum Rand. Sahara soll größer sein. Sahara ist die größte Wüste. Stimmt das überhaupt? Wird schon so sein. Also sie kommen aus Arabien oder sie kommen aus Ägypten. Da gibt es da auch noch Dinge, wo man was verbuddeln kann. Ey. Okay, doch keine Ahnung danach, oder? Die kommen von Frankfurt an und Stadt. Also, dass ich irgendwie ein Spielball bin in den Mächten dieser Welt, das ist mir schon klar. Aber irgendwie hat man immer noch eine eigene Idee von seinem Leben. Und die zerbröselt jetzt auch noch. Insbesondere, weil man die Freunde nicht mehr hat. Also,
Ich habe noch die Freunde, ich habe zum Glück, hab ich, aber sie sind immer meiner Meinung. Die waren noch nie deiner Meinung. Ja, das stimmt, das kann ich schon sagen. Das ist verheerend, das zu sehen. Ja, mit denen kann man sich über mathematisches Axiom, da kann man sich streiten bis zum Erbrechen wahrscheinlich. Oder bis physikalisch kann man sich darüber streiten, ob das Modell so oder so ist. Kann man es durchdenken. Aber eine Maske, die Viren abhält und dann überhaupt nicht weiß, was ein Virus, wo nichts gesehen, nichts gehabt, weiß überhaupt nichts. Und macht über alles. Kopf steht ohne Ende. Also das ist schon der Hammer. Ich meine sicher, weil weiß man denn, ob 1 plus 1 gleich 2 ist? Ne? Das hat Adam Riese, hat uns das glaube ich beigebracht. Aber irgendwie ist das ein Gesetz, wo man sagen kann, ein Apfel und noch ein Apfel. Also ob der 2 ist, aber das Symbol, was da steht, das verstehe ich. Das sind die 2 da. Also irgendwie ist das Mengenlehre und alles zusammen, das kann man sich schon vorstellen. Da kann man nicht großartige Vierlefanz machen. Aber über ein Virus Gesetze aufstellen und sie dann nicht einhalten und so weitermachen, als hätte man gesehen. Also das ist schon unerhört. Es ist einfach unerhört. Und die Intellektuellen machen einfach weiter, als gäbe es das nicht. Und wenn du sie fragst, dann berufen die sich auf irgendwelche andere Oberintellektuelle, die sie kennen. Und die haben ihnen das aber bestätigt. Das sind Experten. Und mit Experten, na gut, habe ich jetzt noch nicht diskutiert, muss ich zugestehen, mit einem Experten nicht. Aber es hat ja gar keinen Sinn, da erklärt man dann irgendwas von der DNS und DNA und der inneren Struktur und hat sie auseinandergestellt. Aber ob er jemals ein Virus bei der Arbeit gesehen hat, also ein Revolver händelt, der schießt. Ne? Also nicht nur ein Revolver und eine Kugel und ein Mensch und eine Lederhose und so weiter und so. Nee, alles zusammen und schießt und gegenüber steht er und der fällt um und ist tot. Ne? Und dann geht man hin und er ist nicht nur von Herzinfarkt gestorben, sondern es war die Kugel von dem Revolver. Ich meine nur, das muss alles sein. Das hat man nie nachgewiesen. Und als gehen sie weiter, als machen sie weiter. Also da fragt man sich schon, mit wem hat man es eigentlich zu tun? Und wehe dem, du bleibst bei deinem Standpunkt, wirst du niedergerubbelt. Ich sitze dann also in der Ecke auf meiner, dass ich noch einen Stuhl kriege, ist ja alles. Bin alles froh. Ich frage mich nur, warum so war. Also ich meine, ich muss ja jetzt einen Grund haben. Die Analyse über die Sachen, ich habe ja auch mal eine Selbstanalyse gemacht, die geht dahin, alle, die Geld verdienen wollen, die dabei sein wollen, die Macht haben wollen, die was zu sagen, die sind bei der Maske. Und alle, die gesagt haben, ich möchte zwar auch gerne dabei sein, aber so blöd bin ich nicht, die stehen neben draus. Es sind aber... Und da glaube ich auch, dass sie nicht all astrein daneben sind, sondern da glaube ich, dass die Hälfte vielleicht auch noch dazu gehört und sozusagen als Überwachungsorgan fungiert, was denn die anderen machen. Also nee, ich weiß es nicht. Dann wäre das jetzt ein Test gewesen, wer in der Machthierarchie, in der Pyramide mit dabei ist. Können wir diesen Staat weiter so führen? 2 Jahre verdummbeutelt und wer mitmacht, hat sich als fähig erwiesen, weitere Aufgaben übernehmen zu dürfen. Ist das so? Haben die sich jetzt qualifiziert für höhere Aufgaben? Da kann man mal sehen, wie die Elitebildung von Stand geht. Ich weiß es nicht. Willst du jetzt noch ein Bier trinken? Also ich meine, das erste war gut, ne? Das war eine gute Mischung. Oh, ich wollte heute Abend noch so viel machen. Was wolltest du machen?
ich wollte noch Film aufnehmen. Und zwar wollte ich den Schläfer von Woody Allen, den wollte ich abfilmen. Den darfst du doch nicht ins Internet schicken. Doch, ich quassel einfach dazwischen, dann ist es Kunst. Das ist meine Kunst. Und dann darf ich den senden. Und den mache ich. Der ist so gut. Ich wollte den meine Besucher vorführen. Da habe ich aber leider Gottes eine blöde Szene erwischt. Das konnte ich nicht weiter fortsetzen. Aber ich mache das jetzt. Wenn man noch eine Minute länger gewartet hätte, wäre die Szene gekommen, wo die erklären, das mit der Schweinshaxe. Und die war ja, die ist ja Lebensmittelberaterin. Die hätte dann die Schock gekriegt. Und dann geht es gerade so weiter. Schlag auf Schlag kommen dem seine Klöpse. Da weiß man gar nicht, wo man den Film unterbrechen soll. Der wird einfach nur gut. Ja, dann mach jetzt. Und anschließend wollte ich noch, das kann ich jetzt noch sagen, den Film, den ich mal aufgenommen habe, also ich wollte meinen eigenen Film abfilmen. Das ist ja schon genial, du zitierst dich selbst. Hat mein Cousin mir mal erzählt, so weit ist er schon. Und das hat dann Bestand vor Gericht. Das gefällt mir auch. Wenn ich mich mal selbst zitieren könnte und es wird ein Expertenstatus dahinter stecken. Boah. Aber dann hat man es geschafft. Entweder man weiß dann, die Welt ist wirklich blöd oder naja. Also gut, was wollte ich damit sagen? Ach ja, ich mache einen Film von meinem Film von Hermann Scheer in der Urania. Dr. Hermann Scheer spricht in der Urania über die Energiewende mit regenerativen Energien. Und ich war ja ein glühender Anhänger von ihm. Aber nicht in allem. Ich fand den Mann gut und das war so wie die Energie und das und das und das. Aber sein Konzept habe ich nicht unbedingt jetzt in letzter Konsequenz abgenickt. Das will ich nicht sagen. Der hat nur Zusammenhänge aufgezeigt. Da habe ich anderen überhaupt niemals dran gedacht. Das ist das. Das hat mir gefallen. Also dass praktisch hinter dem Energiewechsel die gesamte Pharma hängt. Ne? Petropharma, das ist ja ein Ding, BASF, Bayer, Ding, Bam, Bom, die können ja ohne den einen, die IG-Farben können sozusagen ohne die Ölsachen, können die gar nicht existieren. Das sind manchmal Abfallprodukte von dem anderen, der eine geht in der andere über, da kann ich jetzt keinen Vortrag dazu halten, ich habe es bloß gemerkt, was der vorgebracht hat. Und da muss man wissen, dass die einen brauchen diese Abfallprodukte für ihre Weiterverarbeitung wieder. Aber es kann ja sein, dass die da mittlerweile eine ganz andere Technologie entwickelt haben, dass sie das ersetzen können. Ne? Brauchen sie nicht mehr den Abfall von Petro. Dann stimmt dem Scheer seine Abwägungstheorie auch nur noch teilweise. Interessant war damals nur, dass man sagen könnte, wenn man so ein Barrel darüber holt und dann den Dollar-Kurs angibt, den so ein Barrel kostet, ne, was weiß ich, was das ist, 90 oder 150 oder wo sie jetzt stehen, wie es überhaupt nicht. Jedenfalls, dann vergisst man, dass die Menschen, die das absichern, dass dieser Barrel darüber kommt, ne, nämlich die Soldaten und die all. Die müsste man ja mit einrechnen. Zumindest wenn es ein Soldat ist, der nur dafür da ist, dass der Barrel rüberkommt. Ne? Oh, da oben, wer ist denn das? Das sind jetzt die Außerirdischen. Also meine Außerirdischen haben sich immer als Flugzeuge rausgestellt oder als irgendwas, was ich falsch aufgenommen habe. Ich hatte schon mal den Mond gesehen und habe gedacht, es wäre ein Außerirdischer. War hinter eine Wolke war er da. Das ist was Komisches. Kann das ein Flieger sein? Boah, ist der hoch. Boah, ist der hoch. Wo fliegt denn der hin? Den müsste man ja irgendwo mal jetzt hören. Ne? Die Scheiße da unten, das ist wirklich tagsüber, höre ich es nicht so. Ich habe ja deswegen Bäume gepflanzt, dass diese Schallwirkung ist. Die haben in der Straße unten drunter haben so Bäume gefällt, so ganz große Bäume. Und da wurde es laut bei uns. Ne? Das ist einfach schade.
Siehst du den Mond noch? Ja, ich habe ihn drin. Oh, ist ja fantastisch. Ich trinke jetzt noch ein Bier und dann machen wir den Woody Allen klar. Und der Hammond Scher mache ich dann Moje. Oder übermorgen Lunder. Und dann sende ich den Hermann Scher, also was ich von ihm aufgenommen habe, in der Urania. Und dann bin ich mal gespannt, ob jemand Bedenken anmeldet. Kann ja sein, dass ich das nicht mache. Damals habe ich gefragt in der Urania, ob ich das darf. Da haben die nichts Genaues gesagt, weil sie gesagt haben, das ist alles so kompliziert. Und der Hermann Scher habe ich auch gefragt. Der war gesagt, ich müsste die Urania fragen. Und da wollte keiner mir Genaues sagen. Da habe ich einfach aufgenommen. Ne? Das heißt, Rechte und so sind nicht geklärt. Also diese Rechte an irgendwas, ne? Das ist schon der Hammer, ne? Wenn man da in so ein Strudel neu gerät, ist man ja verloren. Und ich habe mal einen Film gesehen, da gibt es ein ganzes Institut, die sichern sich nur diese Rechte. Und die verwalten dann irgendwann mal die Wahrheit. Das ist das, man muss das ganz klar sehen. Die verwalten irgendwann mal das, was Wahrheit ist. Nämlich was die wieder rauslassen und was sie nicht mehr rauslassen, das entscheiden die. Ne? Also das ist ja der Hammer alles. Ne? In welcher Welt, in welcher Welt, in welcher Welt. Und da muss man halt sagen, gut, wenn die anderen Menschen um und um da leben lassen und gut finden, und dann ist auch gut. Ne? Wenn die da eine Maske aufsetzen, sagt man, naja, hat er halt eine Maske auf. Hauptsache, er setzt mir Kauf. Also zu meinem Schutz, meine ich nur. Ich will der Doktor helfen, setz dir jetzt eine Maske auf. Also diese Corona-Demo, die wir das, da laufen sind ja 50 Leute immerhin. Ne? Und die werden dann durch den anderen Menschen, die beobachten die Menschen. Ich hab sie mal gefragt, was sie will. Hat sie nichts Genaues gesagt. Sie wäre halt für Ordnung. Ja, mehr weiter bin ich noch nicht vorgedrungen. Was die da jetzt in Unordnung bringen könnte, habe ich nicht erfasst. Erfassen könnte. Man muss Menschen nur eine Aufgabe geben, dann machen die die. Das ist kaum zu glauben. Das ist einfach kaum zu glauben. Oh, das ist ne. Fliegt der? Ne, der fliegt nicht. Das ist ein Stern. Ist das die Venus? Also immer wenn irgendwas irgendwo steht und ich kann es nicht mehr erklären, und ich habe, da muss es die Venus sein, da steht die jetzt da. Das war dann immer die Venus. Oh ja, was soll es sonst sein? Ne? Der Mars ist es nicht. So, hast du dich jetzt mitgeteilt? Ich habe mich jetzt wieder mitgeteilt. Sonst hört ihr so und so keiner zu. Nee, das hört keiner zu. Das ist immer gut, dass überhaupt eine Kamera da ist. Ne? Du weißt mir wenigstens Bescheid. Mach nochmal Automatik. Also gut, mach ich nochmal Automatik. Ups. Ja, es ist dieses Licht. Dann mache ich mal zu. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das andere nicht besser war. Man sieht ja gar nichts. Ich bin mal gespannt. Das ist jetzt jedenfalls Automatik. Aber nur noch eine Minute, oder? Hol mal ein Bier. Ein Bier rate ich dir. Also fertig. Ich gehe zum Woody Allen und trinke mit dem ein Bier. Kommt jetzt noch ein Flieger? Die fliegen heute nicht. Die Flieger, die hören anscheinend. Doch, da oben fliegt einer. Den hört man gar nicht.
Das ist es ja. Die normale Flieger hört man gar nicht. Und wenn hier dann sowas maßlos brummt, dann ist es ein Transporter. Eindeutig ein Transporter. Oh, oh, oh. Ups, jetzt ist das Licht wieder angegangen. Jetzt mach aus. Also, adios, muchachos.